Es gibt Bewegung. Mehr Frauen werden gefördert, ihre Werke rezensiert. Mehr Frauen veröffentlichen, mehr Frauen schreiben. Es hieß lange und immer wieder, Gleichberechtigung sei bereits erreicht. Doch das stimmt nicht. Es gibt immer noch Unterschiede in den Gehältern und Aufträgen, in den Chefetagen der Verlage und Redaktionen. Frauen machen immer noch die meiste Care-Arbeit. Es ist im Literaturbetrieb wie in der Gesamtgesellschaft. Wie auch nicht. Die Literatur ist nicht unabhängig von der Gesellschaft, in der sie entsteht. Immerhin gibt es Bewegung. Es ist dabei aber auch wichtig, intersektional zu denken und wahrzunehmen. Die Literaturlandschaft muss sich noch erheblich verändern. Es gibt Bewegung, aber es gibt noch sehr viel zu tun.